und herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ja, wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Erlebt TV, einer Sendung von CBN. Für Menschen, die auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind, hält die Welt der Esoterik so einiges bereit. Horoskope, Wahrsager, Heiler, Feng Shui und vieles mehr. Solche Praktiken werden von manchen als Geheimlehren gesehen. Und das macht auch die Faszination deutlich, die damit verbunden ist. Ein geheimes Wissen, das nur für ausgewählte Personen zugänglich ist. Zwei Frauen werden in unserer Sendung heute erzählen, was sie erlebten, als sie sich tiefer mit einem solchen Wissen befassten. Unser Thema: Ich sah Geister und Dämonen. Als Traumatherapeutin bietet Christina Raschen heute professionelle Hilfe für Menschen mit Panikattacken, Depressionen oder Selbstmordgedanken. Die Leidenschaft für ihren Beruf wurde bereits geweckt, als sie noch sehr jung war. Früh bemerkt sie, dass sie eine besondere Begabung hat. Ich hatte halt die Fähigkeit, jemanden anzuschauen und zu sehen, wo er missbraucht worden ist, wann er missbraucht worden ist, wer der Täter ist. Arbeiten, die ich gemacht habe, die waren dann sehr erfolgreich, richtig krass, weil ich halt Fähigkeiten hatte und ich dachte, das ist alles von Gott. Christina Raschen arbeitet bereits ihr ganzes Erwachsenenleben in den Bereichen Coaching und Therapie. Schon als Kind interessierte sie sich für die menschliche Psyche. Es war schon immer so in meinem Kopf, dadurch, dass ich meinen Onkel durch Suizid verloren habe und dass sehr viele psychische Erkrankungen in meiner Familie sind, habe ich schon immer nachgedacht, was ist eigentlich mit der Seele, warum erkrankt die? Bereits in jungen Jahren entdeckte Christina ihre besondere Begabung. Dass ich gemerkt habe, dass ich so ein Draht zu Menschen habe, das fing sehr früh an. Dass ich merkte, ich kann die Menschen fühlen, ich habe ganz viel Empathie. Als Jugendliche meditiert Christina täglich viele Stunden. Sie ist neugierig und beschäftigt sich mit verschiedenen Weltanschauungen. Dann, in den 90ern, beginnt Christina, sich in zahlreichen Techniken und Methoden ausbilden zu lassen. Sie möchte ihre Begabung nutzen und Menschen helfen. Also ich habe Mediation gemacht, dann habe ich gemerkt, habe ich Coaching gemacht, da kamen immer Leute mit irgendwelchen Problemen. Christina macht zahlreiche Kurse und Weiterbildungen. Atemtherapie, Familienmediation, Gestalt- und Bildtherapie und vieles mehr. Sie nutzt in ihrer Arbeit alles, was funktioniert. In ihrem Wissensdurst kommt Christina auch mit Methoden aus Esoterik und Parapsychologie in Kontakt. Und auch darin ist sie erfolgreich. Irgendwann war ich ganz esoterisch, also wirklich mit Stab und so Sachen gependelt und Flüchen, also das war richtig deep. Trotz ihrer erkennbaren beruflichen Erfolge ist Christina nicht zufrieden. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Und dann habe ich gemerkt, dass Dinge halt anfangen komisch zu laufen, auch in meinem Leben, aber noch so langsam. Und dann hat mir auch jemand gesagt, du pass auf, das ist irgendwie gefährlich. Christina gerät zunehmend in einen Strudel von Unklarheit und Verwirrung. Sie leidet unter massiven Schlafstörungen und fühlt sich orientierungslos. Mein Geist wurde verwirrter, weil mein Geist hat gesucht nach einer wahren Philosophie, die ich hatte. Und ich hatte aber so viele indische, verschiedene Konzepte im Kopf und habe immer gesagt, ja, was stimmt denn, was stimmt denn, was stimmt denn jetzt? Gleichzeitig kommt Christina beruflich weiter voran. Sie macht sich einen Namen. Arbeiten, die ich gemacht habe, die waren dann sehr erfolgreich, richtig krass, weil ich halt Fähigkeiten hatte und ich dachte, das ist alles von Gott. Ich hatte halt die Fähigkeit, jemanden anzuschauen und zu sehen, wo er missbraucht worden ist, wann er missbraucht worden ist, wer der Täter ist. Weil ich konnte ja alles sehen, ich konnte sehen, was den Leuten passiert ist und so weiter und so fort. Und dann halt, ja, hatte ich halt Erfolg, dachte, es ist alles gut so. Doch die Arbeit erschöpft sie zusehends. Auch mit ihrer eigenen Gesundheit steht es nicht zum Besten. Und im Beruflichen war das so, dass ich gemerkt habe, ich kann gar nicht viel arbeiten. Und da habe ich dann auch so Erfahrungen gemacht, wie dass ich nachts plötzlich Brandblasen habe, die man jetzt noch sieht. Die nachts wache ich auf nach Brandblasen, ne? So kann man keinen erzählen. Das ist verrückt. Und dann ging das immer so, dass ich gedacht habe, irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich auch ein Buch gelesen. Und da stand dann eben, dass Menschen, die so intuitiv arbeiten wie ich, dass die aber auch früh sterben. Und das hat mich dann schon nachdenklich gemacht und dachte, nee, also deswegen sterben will ich nicht. Hab mir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so die Frage gestellt, dass es vielleicht
überhaupt falsch ist, so zu arbeiten. Christina hatte zwar als Kind zu Jesus gebetet, doch erst als sie sich jetzt wegen ihres Gesundheitszustandes in Therapie begibt, kommt die Erinnerung daran zurück. Da habe ich gesehen, dass ich im Bauch meiner Mama während der Geburt gestorben war, kurz einen Moment. Das habe ich dem Therapeuten erzählt und dann meinte er, wen ich denn da oben sehen würde. Also wer mich denn da empfangen hätte. Seiner Meinung nach würde einen jemand empfangen, wenn man sterben würde. Und dann habe ich gesagt, da ist Jesus. Und dann dachte ich so, wow, ich habe so lange nicht mehr an ihn gedacht. Christina bemerkt, wie gut es ihr bei dem Gedanken an Jesus geht und sofort versucht sie, mit diesem Jesus zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will hier bleiben bei dir, das ist total schön in der Sitzung. Also ich war, und dann habe ich gesagt, nee, du musst zurück, du musst Menschen helfen. Das Erlebnis gerät in Vergessenheit und Christinas Leben geht weiter. 10 Jahre später besucht Christina eine befreundete Therapeutin. Die beiden Frauen wollen miteinander arbeiten. Unter anderem geht es um Christinas schwere Schlafstörungen. Dann saß ich da und plötzlich hörte ich eine Stimme, die sagte zu mir, du wirst jetzt Christin. Also ich wusste, es ist Jesus. Du wirst jetzt Christin und du brauchst dir keine Sorgen mehr um was machen. Du brauchst dir keine Sorgen mehr um deinen Schlaf machen und gar nichts. Du wirst jetzt einfach Christin. Und dann hat er gesagt, und schau, was passiert, wenn eine Seele vergibt. Und dann habe ich ein Halleluja gehört. Ich habe die Engel Halleluja singen gehört. Das war so unbeschreiblich schön, dass mir die Tränen runtergelaufen sind. Und ich meine Freundin anguckte plötzlich und sagte, hast du das gehört? Hast du gerade gehört? Und sie so, was? Die Engel haben gerade Halleluja gesungen, hast du das gehört? Nein, sie hatte nichts mitgekriegt. Ich dachte, sie hat das alles mitgekriegt, es war so real. Auch dieses Erlebnis gerät in Vergessenheit, bis Christina einige Zeit später einen besonderen Traum hat. Und ich war in so einem Fahrstuhl drin, in so einem ganz kleinen, und eine Spinne kam runter. Und ich guckte diese Spinne an, die sah richtig gruselig aus. Und ich hörte hinter mir eine Stimme, sagt, nenne meinen Namen, sag Jesus Christus. Und ich gucke diese Spinne an und ich sage Jesus Christus und die Spinne platzt. Und so nah vor mir ist ein Riesendämon. Und die sehen nicht besonders schön aus. Und ich gucke den einfach nur an und sage, Jesus Christus. Und er platzt einfach so. Mit diesem Traum beginnt in Christinas Leben eine merkwürdige Zeit. Am nächsten Tag wache ich auf und sehe die Welt für eine Weile anders. Und habe plötzlich Dämonen sehen dürfen. Ja, und ich konnte irgendwie rumlaufen und sehen, okay, das ist einer, der ist böse, das ist eine Hexe. Das war nochmal eine ganz neue Welt. Warum das so toll war, warum das so toll für mich war, weil ich so praktisch erlebt habe, dass der Herr real ist. Also ich wusste ja noch gar nichts, weder Taufe noch Bibel, immer noch keine Bibel gelesen, ich wusste gar nichts. Also ich habe erlebt, habe die gesehen, die haben mich angegriffen und ich konnte die angucken und wirklich erleben, mit seinem Namen verschwinden die Sachen. Christina möchte mehr über den christlichen Glauben erfahren, also entscheidet sie sich für einen Aufenthalt im Kloster. Und habe dann Buße getan, das erste Mal in meinem Leben. Ist mir eingefallen, was ich alles Schlimmes getan habe. Und da kam ich dann in Kontakt auch mit der Bibel und dann erst mit dem ganzen christlichen Gedankengut. Und dachte mir so, das ist zu Hause. Das hat sofort Sinn gemacht. Das macht Sinn. Und ich hatte endlich das Gefühl, mein Kopf kommt nach Hause, mein Geist kommt nach Hause. Und da kam dann so eine Art Ruhe rein. Christina entscheidet sich, ihr Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Also Jesus wirklich zu sehen, dass er der Einzige ist, der hier irgendwie was zu sagen hat, das hat mich dann eigentlich überzeugt, die Bibel auch zu lesen. Und das hat dann alles verändert, die Bibel eigentlich. Christina hat Frieden gefunden. Sie arbeitet als Traumatherapeutin, ist jedoch heute wählerischer, welche Methoden sie dabei anwendet. Jeder, der Faust gelesen hat, weiß, wie Satan oder wie der arbeitet. Der gibt dir erst kurz was und du denkst, Halleluja, aber er stiehlt deine Seele. Und das ist in der Esoterik und der okkulten Welt und in diesen Methoden eben auch. Er gibt dir kurz mal was
Ja, wie so ein Heiler, der kurz mal geht es dir 2 Wochen gut, aber dann geht es dir wieder schlecht. Also du kommst nie in einen wirklichen Frieden oder Heilung rein. Und die gibt es halt auch nur bei Gott. Weil die gibt es halt, die Seele findet nur Frieden beim Herrn. Wow. Die Seele findet nur Frieden beim Herrn. Davon ist Christina Raschen heute überzeugt. Unsere zweite Geschichte kommt aus den USA, genauer aus Florida. Hier lebt Marisol Parea. Als Marisol in eine Krise gerät, kommt sie mit dem Voodoo-Kult in Kontakt. Ich wollte alles darüber wissen, vor allem über die Welt der Geister. Ich war neugierig, ob sie mir Dinge sagen, die sonst niemand weiß. Jahrelang suchte Marisol Parea Wahrsager auf. Aber sie wollte mehr als nur die Zukunft wissen. Ich wollte die Wahrheit finden. Eigentlich suchte ich ein Gefühl, wusste es aber damals nicht. Es ging um das Gefühl, geliebt und in Sicherheit zu sein. Ihre Eltern trennten sich, als sie 7 war, und die Kinder standen zwischen der Mutter und ihrem gewalttätigen, alkoholabhängigen Vater. Ich weiß, dass beide uns liebten, aber ich konnte das nicht sehen. Ich fühlte mich nicht geliebt, gar nicht. Stattdessen fühlte sie Wut. Ich ließ meine Wut an anderen Mädchen aus. Ich schlug zu, sobald sie mich nervten. Alle Kinder hatten eine Familie, nur ich nicht. Ich wollte das auch. Irgendwann fand sie durch ihre beste Freundin eine andere Familie. Sie luden mich ein, kauften mir Kleidung und boten mir all das, was mir zu Hause fehlte. Und ob man es glaubt oder nicht, diese Leute gehörten zu Santeria. Sie glaubten also an Hexen. Mir kam das nicht komisch vor und Angst hatte ich auch nicht. Für Marisol war Spiritismus nichts Neues. Die zweite Frau ihres Vaters hatte sich selbst als Hexe beschrieben. Sie gingen oft zum Hexendoktor. Er machte dann rituelle Reinigungen und wahrsagte für sie. Marisol nahm an keinen dieser Praktiken teil. Aber allmählich wurde sie neugierig. Ich wollte auch so etwas spüren, eine Begegnung haben mit etwas Übernatürlichem. Mit 18 machte sie sich danach auf die Suche. Zunächst in katholischen und evangelischen Kirchen. Aber auch dort fand ich nichts und suchte weiter. Sie ging zu Handlesern und wartete 7 Jahre lang darauf, dass eine Zukunft voller Liebe und Hoffnung beginnt. Das imponierte mir. Sie konnten mir Dinge voraussagen und das zog mich an. Sie sagen dir nur Gutes, das, was sie für gut halten und wen du lieber meiden solltest. Sie haben mir niemals etwas Schlechtes gesagt. Mit 25 heiratete sie und bekam eine Tochter. Endlich hatte sie die ersehnte Familie und sie ließ den Spiritismus bleiben. 8 Jahre später verließ ihr Mann sie und nahm auch die gemeinsame Firma mit. Ich war so wütend. Ich wurde total übers Ohr gehauen. Die Habgier hat ihn im Griff. Und ich war plötzlich mit meiner Tochter allein zu Hause. Sie suchte Hilfe in der Welt der Geister. Diesmal bei einem Voodoo-Priester, der sofort den Namen ihres damaligen Wahrsagers sagte. Ich hatte Gänsehaut, weil er das wusste. Ich hatte Wahrheit und eine übernatürliche Begegnung gesucht und es bei diesem Mann gefunden. Also fragte ich ihn, woher wissen Sie das? Und er sagte, Los Muertos. Ich fragte, von den Toten? Diese Geister drängten ihn, er solle mir noch mehr solche Sachen sagen. Sag ihr dies, sag ihr jenes. Als sie zu weiteren Sitzungen ging, wurden ihre Lebensumstände einfacher. Also glaubte sie, dass sie das den Geistern zu verdanken hätte. Ich fand einen guten, bezahlten Job. Ich hatte einen Freund. Die Geister brachten mir Liebe und viel Geld. Doch als ihr Freund sich von ihr trennte, kehrte ihre Wut zurück und sie ging wieder zu dem Voodoo-Priester. Sie war entschlossen, dem Voodoo-Orden beizutreten. Dann erlebte sie eine Aufnahmezeremonie mit. Das Mädchen fiel zu Boden und die Priester standen um sie herum. Als sie wieder aufstand, stand sie so auf. Ihr Körper stand von allein. Ihre Augen waren verdreht und sie war komplett besessen von dem Wesen, die die Priester gerufen hatten durch Zeichnungen auf dem Boden. Das war die Einladung an die Dämonen. Sie begann durch den Raum zu schweben.
Ich war schockiert und rannte los. Das zu sehen, hatte mir solche Angst gemacht. Ich bin nie wieder zu Wahrsagern gegangen. Verzweifelter denn je nahm sie den Rat ihres Ex-Freundes an und ging zu einem Gottesdienst. Der Pastor sprach davon, wie uns Wut dazu treibt, Dinge zu tun, die schlecht für uns sind und die wir später lange bereuen. Ich dachte, wow, Gott weiß, dass ich wütend bin und schickt mir eine Nachricht durch diesen Prediger. Das, wonach ich gesucht hatte, war Gott. Sie meldete sich zu einer Taufe im Ozean an. Und als sie wieder aus dem Wasser auftauchte, hatte sie endlich die ersehnte spirituelle Erfahrung. In diesem Moment nahm ich Jesus an. Und weil ich unbedingt dieses Gefühl brauchte, gab Gott es mir. Er schickte den Heiligen Geist. Der Heilige Geist füllte mich aus und ich fühlte Frieden und diese wunderbare Kraft. Meine Wut war verschwunden von diesem Moment an. Endlich spürte sie die Liebe, nach der sie immer gesucht hatte. Er hatte mich gesucht und gewollt. Diese Sicherheit habe ich nirgends sonst gefunden, weder bei meinen Eltern, noch bei der Familie, noch bei meinem Mann. Erst Jesus hat sie mir gegeben. Heute lebt Marisol mit ihrer Tochter in Florida und führt ein eigenes Unternehmen. Sie weiß, dass mit dem Glauben an Jesus Christus ihre Suche ein Ende gefunden hat. Es gibt keine größere Liebe. Man kann sich auf Gott verlassen. Er ist treu, einfach einmalig. Marisol und Christina waren viele Jahre fasziniert von Esoterik und der Welt der Geister. Doch die Dinge, die sie dann erlebt haben, haben ihnen Angst gemacht. Was denken Sie, liebe Zuschauer, über Esoterik und Okkultismus? Glauben Sie daran, dass es Geister gibt, die aus einer anderen Welt Kontakt mit uns aufnehmen? Haben Sie selbst vielleicht Ähnliches erlebt? Dann schreiben Sie uns oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite und hinterlassen Sie einen Kommentar zur Sendung. Karten legen, Handlesen, Horoskope. Das Angebot ist groß und viele Menschen sind nicht nur fasziniert von der Welt der Esoterik, sondern suchen darin wirklich nach Hilfe und Unterstützung. Sie wollen wissen, wie sie mit bestimmten Situationen und Problemen besser umgehen können und möchten Rat und Wegweisung für ihr Leben. Andreas hat dazu ins Buch der Bücher geschaut. Das Leben verlangt uns manchmal ganz schön etwas ab. Wir müssen ja Entscheidungen treffen, die zum Teil große Auswirkungen für unser Leben haben. Und wir spüren den Druck der Verantwortung. Da wünscht man sich natürlich guten Rat, besonders als junger Mensch. Und darüber hinaus hat jeder auch das Bedürfnis, sich glücklich und geliebt zu fühlen. Ich möchte Entscheidungen also so treffen, dass am Ende Glück, Zufriedenheit und liebevolle Beziehungen dabei herauskommen. Die Frage ist also, wie gelingt es, bei den vielen Möglichkeiten, die sich mir bieten, die richtige Option zu wählen und am besten eine ohne böse Nebenwirkungen. Ich wende mich dann an meinen himmlischen Vater. Von ihm sagt die Bibel, du bist der Gott, der mich sieht. Er ist mir zugewandt und aufrichtig daran interessiert, dass mein Leben gelingt. Im Psalm 32, Vers 8 gibt er mir die Zusage, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du gehen kannst. Ich will dich beraten, ich lasse dich nicht aus den Augen. Ja, das klingt doch gut. Ich gebe die Verantwortung also nicht ab, sondern lerne, während ich mich an Gott festhalte und Schritt für Schritt gehe, Verantwortung zu tragen. Indem ich Gott vertraue, bin ich einerseits frei und erfahre andererseits die gesuchte Führung. Noch plastischer wird das im Bild des guten Hirten, das Jesus in besonderer Weise für sich in Anspruch nimmt. Er sorgt für gute Nahrung und frisches Wasser. Er geht mir nach, wenn ich vom Weg abkomme. Er befreit und schützt mich aber auch vor Mächten, die mir Böses wollen. Und er trägt mich zurück zur Herde, wenn ich verletzt bin. Es ist hilfreich, wenn Jesus generell und auch im Besonderen die Führung unseres Lebens übernimmt. Und diese Entscheidung treffen wir immer wieder. Ja, aber wie führt Gott? Im Psalm 119 betet David, dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Gott führt uns also in erster Linie durch die Bibel sein Wort und auch durch andere gläubige Christen oder er spricht in unsere Gedanken, wenn wir beten. Wenn Sie auf der Suche nach Führung sind, dann möchte ich Ihnen Jesus selbst als guten Freund und Hirten ans Herz legen. Und wenn Sie bereit sind, ihm zu vertrauen,
Dann beten Sie jetzt mit mir. Jesus, ich habe Sehnsucht nach echter Liebe und Führung in meinem Leben. Du bist und schenkst beides in Person. Befreie mich von allem Ballast, von Schuld und falschen Bindungen. Ich möchte dir die Führung meines Lebens anvertrauen. Sei du mein Herr. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 18 18 88 00. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 18 18 88 00. Und für die Schweiz 044 57 50 270. Bei einem Leistenbruch, der in der Fachsprache auch als Hernie bezeichnet wird, kommt es zu einer Aussackung der inneren Organe wie Bauchfell oder Darm durch eine Schwachstelle in der Struktur der Bauchdecke. Diese Eingeweidebrüche zeigen sich dann durch tastbare Beulen in der Leistengegend. Auch die 6-jährige Hania aus Mexiko hatte schon seit ihrer Geburt eine Hernie, die ihr zunehmend Beschwerden verursachte. Die 6-jährige Hania wurde mit einem Leistenbruch geboren. Ihre Eltern merkten nicht, wie ernst es war, bis es zu einem gefährlichen Zwischenfall auf der Wippe des Schulspielplatzes kam. Das andere Mädchen sprang von der Wippe und Hania knallte zu Boden. Ich musste weinen. Sie krümmte sich vor Schmerzen, so schlimm war es. Seit Jahren hatten sich die Eltern gewundert, warum ihre Tochter immer wieder über Schmerzen im Unterbauch klagte. Aber einen Arzt konnten sie sich nicht leisten. Wenn ich Schmerzen habe, kann ich daheim nicht helfen. Ich bin dann müde und muss schlafen. Ich bete, Gott, mach, dass die Schmerzen aufhören. Selbst nach dem Unfall mit der Schulwippe war es der Familie nicht möglich, die Behandlung im Krankenhaus zu zahlen. Wir brauchten unbedingt Geld. Ich verkaufte Brot, denn mein Mann verdient nur $5 am Tag. Endlich hatten sie genug Geld für das Krankenhaus zusammen. Beim Ultraschall sahen sie dann den Leistenbruch. Seitdem versuchten wir, Geld zusammenzubekommen für die Operation. Als Operation Blessing von Hanyas Erkrankung erfuhr, bezahlten sie die Operation. Es war schwer. Aber Gott gab uns diese Chance. Es war wie ein Geschenk von ihm. Einige Zeit nach der OP kam Hania zurück nach Hause und bald ging es ihr besser. Ich fühle mich super und freue mich schon auf die Schule. Ich danke Gott für Operation Blessing und ich danke allen Unterstützern. 57.000 Häuser wurden im Süden Mexikos durch das schlimmste Erdbeben des Jahrhunderts zerstört. Die 9-jährige Belén und ihre Familie verloren ihr Zuhause und kamen nur mit dem Leben davon. Das Dach kam herunter. Ein Ziegel traf mich am Kopf und ich wurde bewusstlos. Ein Stein verfehlte den Kopf meines kleinen Bruders nur knapp. Nach dem Beben baute Beléns Vater einen Unterschlupf. Doch er war zugig und feucht. Manchmal war es zu kalt zum Einschlafen. Und wenn ich schlief, hatte ich schlechte Träume. Meine Kinder waren immer krank. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Als Landarbeiter verdiente Beléns Vater $5 am Tag. Nicht genug, um ihr Haus wieder aufzubauen. Eines Tages erfuhr Operation Blessing von der Familie und entschied, ihnen ein neues Haus zu bauen. In nur wenigen Tagen war es fertig. Gott segne euch für eure Hilfe, dass wir nun wieder glücklich sind. Wow, so gut, dass CBN da helfen konnte mit diesem Haus. Ja, total. Und auch mit dieser Behandlung von Hania. Zwei richtig tolle Beispiele für die vielfältige humanitäre Arbeit von CBN. Liebe Zuschauer, möchten Sie sich an humanitären Projekten beteiligen? Oder möchten Sie diese Sendung unterstützen, damit wir auch weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben? Dann werden Sie Partner von CBN. Alle Infos dazu finden Sie auf der eingeblendeten Website. Und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es auch am Ende der Sendung.
Ja, liebe Zuschauer, das war unsere spannende Sendung von heute. Und falls Sie diese Sendung oder auch andere Sendungen noch einmal anschauen möchten, geht das natürlich online auf unserem YouTube-Kanal oder auf der CBN Deutschland-Webseite. Vielen Dank für Ihre Gebete und Ihre finanzielle Unterstützung. Das bedeutet uns sehr viel. Und falls Sie jetzt ein Gebetsanliegen haben, bei dem Sie sich Gebetsunterstützung wünschen, rufen Sie gerne an. Unsere Mitarbeiter sind gerne für Sie da. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Gottes Segen. ErlebTV ist eine Sendung von CBN und finanziert sich vor allem durch Spenden. Möchten auch Sie ErlebTV unterstützen? Dann spenden Sie und beteiligen Sie sich so an der Herstellung weiterer Folgen. Alle Infos dazu finden Sie im Internet. ErlebTV – wenn Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben.